Ich weiß halt leider noch nicht so genau, was es jetzt genau mit dem Gewicht auf sich hat. Ich denke mal, das wird die Angriffsgeschwindigkeit unter anderem sein. Da wird der schon Sinn machen, ne? Der macht weniger Schaden. Müh, wirklich ganz, ganz wenig, ist aber dafür sehr viel. Ja? Deswegen ist es mit ihm aus. Ob wir Sachen zerlegen kaufen können. Das wäre auch noch interessant zu erfahren. Aber was wir. Komm, dafür müssen wir aber erstmal dann unseren Kumpel finden. Es knistert. Oh. Moment. Könnte besser sein, oder? Nein, ist nicht. Batterien. Oh. Wow, cool. Genau. Ein Tag. Geil, warte. So, die sind frisch aufgeladen. Die sollten eigentlich gut sein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, diese aufladbaren Batterien von Amazon, diese hier, Hashtag Werbung, Hashtag Anti-Werbung, ja, die sind grün, deswegen verschwinden sie natürlich im Greenscreen. Ich kann, also, oh, hier für euch auch nochmal. Ich kann sie nicht empfehlen. Ich kann sie wirklich nicht empfehlen, weil die sich so schnell von alleine entladen. Das funktioniert nicht, Alter. Ich muss jedes Mal frisch aufgeladene Batterien quasi haben, damit das funktioniert. Oder halt andere Batterien kaufen, die nicht aufladbar sind. Das ist echt scheiße auf Dauer. Das, also wie gesagt, ich kann sie nicht empfehlen. Oder das Ladegerät, weil ich finde auch, die sind echt schnell aufgeladen. Also die laden so eine halbe, dreiviertel Stunde, glaube ich, oder zwei Stunden maximal. Und dann sind die voll, angeblich. Laut dem Ladegerät von Amazon. Hashtag Anti-Werbung. Ist beides Amazon Basics. Ich weiß, dass das meistens nur Schrott ist. Aber es ist halt billiger Schrott, der trotzdem noch seinen Teil tut, den er tun muss. Deswegen habe ich die. Und aufladbare Batterien sind halt echt schweineteuer. Genauso wie das zugehörige Ladegerät. Aber aktuell, ich kann die nicht empfehlen. Überhaupt nicht. Die sind echt scheiße. So, jetzt sind wir wieder mal im Heimatdorf. Dem Langschwanzdorf. Haben wir jetzt noch eine neue Quest? Zufällig? Nein. Dann müssen wir jetzt zurück ins Schlosselein, wenn ich mich nicht irre. Ja, wir könnten, wir können auch da noch hinlaufen, ne? Das ist echt weit. Aber da kommen wir, glaube ich, nicht im Schloss an. Hier kommen wir auch noch nicht rein. Na, warte mal, hier müsste Loot drin sein, ne? Jawohl. Sehr nice. Hier natürlich alles mit, was ich kriegen kann. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann ein Loot-Maximum haben. Ich weiß, Pfeile sind 15 maximal. Aber so wie es aussieht, da oben nicht. Wir haben auch unsere ersten zwei Taler verdient. So, ich speichere jetzt hier mal und dann gehe ich mal eben durch das Tor raus. Wir gucken mal einmal, was da draußen los ist. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Und hier frei. Ah, vielleicht kommen wir auch nicht weiter, weil. Ja, die Brücke ist broken. Der hat nicht mal Loot dabei. Pfui. Okay, hier geht's nicht weiter. Oder doch? Oh, geht doch weiter. Nee, doch nicht. Wir kommen nicht hoch. Können nicht hoch genug springen. Wir können nicht hoch genug springen. Okay. Also, hier geht's auch noch nicht weiter. Sehr begrenzt am Anfang. Jetzt haben wir einen Pfeil verschwendet. So, wir sollen wieder zurück. So, Purpurfestung. Und übrigens, danke für den Hinweis mit dem Knistern. So, hier sieht's aber arschig aus. With the path to Longtail Village free of frogs, the builders could start repairs on the Crimson Forts Bridge. Okay, jetzt soll ich mir also die Brücke angucken oder was? Da ist der Kampfsaal und dann geht's da unten. Entschuldigung.
Da geht's in. Da waren wir auch schon im Keller. Ja, das sieht aus wie ein Fluchtweg. So, das ist. Das hier gehört alles zum Schloss. Das ist quasi eine für sich. Also wir können die Maps, glaube ich, nicht zu Fuß erreichen. Die verschiedenen. Und hier gibt es jetzt keine Frösche mehr, sagst du, ja? With the paths left unguarded, grubs have crawled to the surface. The builders couldn't work while they're there. Aua! Darauf war ich nicht vorbereitet. Builders could start their repairs in safety. The Crimson Fort would soon be able to welcome visitors again. Alles klar. War quasi eine Mini-Nebenquest, müsste ich jetzt erst laufen sollen, ne? Und er hat ein bisschen Metal dabei gehabt. So, hier fehlt uns der Schlüssel. Vielleicht hat der noch ein bisschen Bug-Juice dabei. Jo, hat er natürlich. Ist ja ein Bug. So, aber hier kommen wir auch noch nicht weiter, weil wegen Brücke Arsch. Okay. Aber jetzt können die anfangen zu bauen. Da fehlt halt, wie gesagt, der Schlüssel. Hier werden wir sicherlich auch nochmal finden. Und wir müssen jetzt das Schloss wieder aufbauen. Kann man einer das Blut von den Wänden wischen, Alter? Müssen wir als nächstes die Putzfrau retten? Ich mach das. Wenn die hier putzt, bin ich sofort dabei. So, El Chefkoch ist wieder da. Ich darf jetzt meinen Thron besteigen. Juhu! Ich bin König. Ja, Pete Schmied fehlt natürlich. Der wurde, natürlich wurde er auch gefangen genommen. Ah, und der alte Zossen weiß das gerade was. But the smith was still missing. The chef believed he might have also been captured. Maybe the elder knew where. Okay, das ist aber jetzt ein bisschen faules Map-Design, sag ich mal. Ich bin jetzt gerade aus dem Dorf da hinten, aus Langschwanzdorf bin ich hergekommen, damit man mir sagt, dass ich nach Langschwanzdorf gehen muss. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Hier geht's immer noch nicht weiter. Das ist echt ungeil. Also das ist faul. Das finde ich nicht okay. Überhaupt nicht. Das ist nicht cool. Ich meine, klar, es gibt natürlich diese Schnellreise, aber anders kommen wir da ja eh nicht hin. Aber das ist doch doof. Jetzt muss ich da hin, damit der mir sagt, wahrscheinlich ich muss wieder zum Schloss, weil ist genau auf der anderen Seite. The village had already started repairs. It would soon be as if the frogs had never come. Ah, okay, das Spiel will mir zeigen, was hier abgeht, ja. Ist die Brücke denn jetzt aufgebaut? Oder noch nicht? Nee, noch nicht. Naja, immerhin gibt es wieder Loot. Denn Loot tut gut. Und bringt Heldenmut und Pfeile. Okay, nur Pfeile. Da kommen wir wohl nicht rein. Da ist auch noch. Nur was, da sitzt einer und will mit mir reden. The guard captain, who had recovered, had spread word of the king's rescue of the elders. To show their gratitude, the villagers would help rebuild the rat fort. Bereit erklären, Alter. Ich befehle das einfach. Ich bin König. Kann ich, was ihr alle wollt. Ne. Jetzt. Na, guck mal. Einmal Saft. Weft. Sechsmal Weft. Jetzt hier wieder in den Nebenquest. Jetzt.
Nö. So, zu dem soll ich ja eh hin. Der lungert immer noch ganz oben rum in seinem Kackbunker. Gut, hier hinten haben wir auch noch nicht alles. Da geht's noch nach unten. Da würden wir dann da hinten irgendwie wieder rauskommen. Okay, ist nicht mehr so viel, sag ich mal. Na, also so, ich sag mal, überraschend, wie wir angegriffen wurden im auf dem Kampfplatz in der Arena, habe ich das Gefühl, das war ein lang und breit geplanter Überraschungsangriff, quasi ein Blitzkrieg, dass wir gar keine Chance hatten, irgendwie großartig uns zu wehren. Ausrüstung brauchen wir nicht. Den Saft brauchen wir auch nicht. Das kam, glaube ich, schon an dem Blitzkrieg gleich. Da hast du eigentlich keine Chance gehabt, anscheinend. So, wo ist Beach Meat? Das soll ein Gag, der muss einfach sein. Ja, dass der entführt wurde, weiß ich auch, du Lümmel. Ach, der Ranger weiß das. Okay. Und der ist in der Ranger-Festung. Not so lucky this time. The Elder hadn't seen the frogs with the smith. But maybe the ever-vigilant rangers had seen where the frogs had gone. Young Robin had been headed to the ranger's lodge. Maybe Reggie could ask there. Ich aske da. Wir müssen, ja. Nach da, wie weit ist denn der? Da hinten, okay. Na, der Mantau. Ich werde jetzt übrigens jedes Mal, wenn wir an dieser Tafel vorbeilaufen, werde ich drauf gucken, ne? Nur damit wir nichts verpassen. Ach guck mal, ist grün schon wieder, ist ja schön. Oh oh. Ja. Käfer. Bei der Mühle. Rotting corpses always bring pests. If the grubs get beyond the farm, they'd be everywhere soon. Unter dem Bauernhof schon wieder. Oh, ah ja. Hä? Was tut du da? Hä? Wir töten den Käfer. Autsch, falsche Taste. Natürlich kommt da noch einer. Kann ich den ja nicht auch mit dem Bogen erwischen? Okay, brauche ich nicht mehr. Dann saufen wir uns mal schnell einen rein. Und wir haben gerade ihre Kinder getötet. Da wäre ich auch ein bisschen pissig. Aber offensichtlich haben die eisernen Eier gelegt. Verstehe ich auch, warum wir die Larvenrüstung haben. Oh, kein Respawn. Okay. Das ist nicht ganz voll. Ey, mal abspeichern. Natürlich noch mehr. Was glotzt ihr denn da immer? Bist du dumm? Bist du dumm? Ja, okay, mit Bogen geht's auch. Hahaha, der hat mich nicht erwischt, weil ich gerade in der Todesanimation war. Auch nicht so einer.
Sprichwort? Anscheinend nicht. So, kein Damasch genommen. Ein paar Pfeile wieder kriegen. Sehr schön. Halt, draußen lassen. So, dann gucken wir mal, was hier los ist. Da unten wieder neu. Aber wenn er sagt, unter dem Bauernhof. Ne, die nehmen hier die Käfer aus. Alles gut. Okay. Dachte jetzt, wir müssen hier nochmal hin, aber anscheinend wurden wir nur gewarnt, dass wir als nächstes auf Käfer treffen werden. Hä? Getting to Ranger territory wouldn't be an easy journey. Okay, da oben geht's noch nicht hin. The sewers. His royal ancestors had lifted rats from such places. No rat had dwelt here for years. Ja, da werden wir bestimmt gleich auch Frösche treffen. Warum nicht, ne? Oder auf Lach. Gibt's Pfeile? Und ein bisschen Juice. Ausrüsten brauchen wir uns nicht. Aber speichern. Da haben wir nichts. So, lass mal gucken. Oh Gott, die Karte immer. So, wir müssen nach da. Also eigentlich müssten wir nach da. Das heißt, wir könnten erstmal weiter nach unten. Um zu gucken, was hier so abgeht. Eine saumäßig gute Idee. Da liegt irgendwas. Sieht aus wie eine Hand. Irgendwas Wichtiges anscheinend. Das leuchtet nämlich blau. Verlorener Teddy. Dieser Teddybär ging offenbar verloren. Vielleicht sucht ja gerade in diesem Moment eine Ratte nach ihm. Aha. Und wo geht's hier hin? Okay, jetzt sind wir da. Okay, da hinten ist noch ein Raum und dann geht's da auch noch weiter. Irgendwelche Spieße, wie mir scheint. Oh, eine fette Fliege. Okay, neuer Bosskampf. Wir haben gespeichert. Autsch. Boah, die macht aber sehr viel Schaden. Hat aber anscheinend nur diesen Angriff. Dann geht's ja. Sieht aus wie eine Hummel, Alter. Nee, das ist haarig. Hornisse. Nee, auch nicht. Eigentlich Hummel, ne? Haarige Hummel. Ging's da nicht auch noch rüber? Achso, nee, dafür müssen wir weiter runter. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Auch nicht mit einem starken Angriff. Nee. Gar nicht. Du bist haarig. Ja, ich weiß. Also meinst du jetzt die Ratte oder meinst du jetzt mich persönlich? Oh, hier voll der Mario, Alter. Okay, hier geht's erstmal nicht weiter. Aua. Hauptsächlich stelle ich jetzt nicht so blöd an, um hier rauszukommen. Hopp. Und hopp. Gut, dann können wir da leider erstmal nicht lang. Vielleicht brauchen wir dafür einen großen Hammer oder sowas. Hier können wir aber wieder speichern. Und hier gibt es auch neuen Juice. Juicy Fruit. So. Nehme ich mit. Das ist quasi unser Backjuice Fass hier. Irgendwas.
großer Käfer. Schon hat sich's ausgekäfert. Da ist aber noch mehr. Echt viel Schaden. Vor hinten. Postpatrouille. So. Hätten wir, glaube ich, auch umgehen können anscheinend. Da oben. Warte mal. Da kommen wir dann dahin. Lass mich mal auf die Map gucken. Wir sind da. So, hier müssten wir sowieso hoch. Oder da hinten runter. Dann wären wir... Dann würden wir eventuell da rauskommen. Dann würde ich erstmal versuchen, da runter zu gehen, wenn es geht. Ein bisschen hat so, also Map-Design-technisch hat das was von Ori and the Blind Forest, ne? Hopf sich einfach in die nächste Map, Alter. Was ist los? Kann ich leider nicht looten dadurch. Ah, guck mal hier, ein Speicherort. Stirb. Kein Loot. Ausrüsten müssen wir uns auch nicht. Okay, hier kommen wir auch nicht durch. Verflucht seist du, Spiel. Ich hätte jetzt gehofft, wir würden da durchkommen und dann könnten wir nämlich da lang. Aber ich weiß halt nicht wie. Ich weiß leider nicht wie. Na, guck mal, ich habe ihn da runter geboxt. Da kann er natürlich nicht fliegen. Die dumme Sau. So, geht's hier noch weiter? Ja, ne? Oh, hier sieht's gefährlich grün giftig aus. Da können wir mit Sicherheit nicht hin. Oh, fuck. Rein. Ach, das fliegt einfach rüber. Oha. So, der erste. Oh, was für ein Alter, macht der viel Schaden. Das ist aber unnormal. Die waren aber nicht so einfach. Das erklärt auch die Skelette hier, würde ich sagen. Wir kriegen den Saft wieder. Das ist schön. Bin jetzt aber dazu geneigt, zurückzugehen und zu speichern, weil ich weiß nicht, ob wir noch so eine Runde überleben. Bin ich schon im grünen Suff? Nee. Der kommt jetzt gleich erst noch. Ich glaube aber, hier können wir nicht hin. Nein. Okay, können wir nicht. Hoffentlich sind die ja noch nicht gerespawnt so schnell.
Die ist wieder ungünstig. Aber ich glaube, sauber ist sauber erstmal. Okay. Dachte ich mir fast, dass wir da nicht hin können. Das ist aber okay. Dann gehen wir wieder hoch. So, ich bilde mir ein, wir können... Oh. Ach, das geht auch. Das ist ja cool. So, ich weiß, wir müssen da eigentlich raus, aber ich möchte auch nochmal hier hingucken. Weil hier, na, wahrscheinlich ist da drüben auch alles versifft. Aber vielleicht finden wir noch irgendwie so ein Questobjekt. Wer weiß. Hat ein bisschen weh. Die Pfeile sind gut. Kann man zwar keine Angriffe unterbrechen, aber zumindest den Gegner erwischen. Können wir natürlich auch besser einen Schaden verteilen. Okay, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir hier. Gut, da geht es auch gleich nicht weiter. Ding ist halt, ich habe so das Gefühl, also es fehlt so ein bisschen die Motivation, größere Gegner zu besiegen, weil du halt nicht auflevelst, ne? Viermal. Jetzt schleudert er mich wahrscheinlich wieder. Oder auch nicht. Ich habe irgendwas bekommen. Oh, ah, Trophäen. 25 Larven besiegt. Nice. Keine Ahnung, was bringt. Ich repariere den Wagen des Reisenden, damit er seine Reise fortsetzen kann. 25 Frösche. Zweihändige Waffe. Haben wir noch nicht. Fernkampf. Wachfraktion abschließen. Schließe den Trainingsquest. Medaillen und Ehre, Brudi. Ah, okay. Sind das auch die Trophäen, die wir dann quasi im Dingens kriegen? Anscheinend. Da war gerade eine Platin-Trophäe. König der Könige. Sammle alle Medaillen, ja. Was haben wir hier? Ehre. Zur Ehre. Achso. Okay. So, warte. Gibt gleich wieder Saft. Ich weiß, wir können da nicht weiter, aber ich habe zumindest das Ding besiegt. Das ist auch okay. Dann gehen wir wieder hoch. Und dann weiter zu den Rangern. Ja, die muss ich jetzt nicht nochmal bekämpfen. Es gibt keine Erfahrungspunkte dafür, deswegen macht das wenig Sinn. Wie gesagt, da fehlt halt auch so ein bisschen... Die Herausforderung, große Gegner anzugehen, also freiwillig wohlgemerkt. The Ranger needed help. Reggie hoped his bow would last the fight. Ja, ich mach das schon. Er schießt ihm in den Hintern und das interessiert ihn gar nicht. Ach so, das bin ich? Ach, das bin ich? Ich war gerade von der Szene ein bisschen out of Business genommen von mir. Das bin ich. Das wusste ich. Ach Gott. Ich habe vergessen, wie ich aussehe. Ich dachte, das wäre irgendeine Wache. Weil er sagte, der Ranger braucht Hilfe. Der Fickfrosch ist ja auf mich losgegangen. Wo bin ich denn jetzt? Im Rangerland.